Nach dem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau hat Österreichs Kanzler Karl Nehammer erklärt, er sei nicht optimistisch in Bezug auf den Krieg in der Ukraine. Russland bereite eine weitere Offensive vor. Nehammer, der keine Bilder von dem Gespräch mit Putin wollte, will dennoch den Dialog fortsetzen. Was aus meiner Sicht wichtig war, und das habe ich auch jetzt sowohl der Kommissionspräsidentin berichtet, als auch dem Bundeskanzler der Republik Deutschland, dass das Vier-Augen-Gespräch aus meiner Sicht ein wichtiges Format ist. Es ist wichtig, den persönlichen Kontakt zu haben und persönlich den Präsidenten mit den Wirklichkeiten des Krieges, so wie er derzeit stattfindet und sich vor allem auch für die Europäische Union darstellt, zu konfrontieren. Und diesen Weg sollte es auch weiterhin geben, damit es kein Vakuum gibt in der Klarheit der Folgen des Krieges, diese auch aufzuzeigen für die Russische Föderation. Volodymyr Zelensky, den der österreichische Kanzler am Wochenende getroffen hatte, hatte laut Nehammer das Treffen mit Putin befürwortet. In Butscha bei Kiew hatte Nehammer sich Massengräber zeigen lassen. Über die von der internationalen Justiz zu untersuchenden Kriegsverbrechen sprach Karl Nehammer auch mit Wladimir Putin. Der russische Präsident erkennt allerdings den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag nicht an.